Unter Wasser von Jean-François Guilbeault und Andréane Joubert. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Montag, 6 Uhr morgens. Mein Wecker klingelt. Snooze. Ich dreh mich weg. Jeden Morgen weckt mich die Titelmelodie von Superman. Meine Mutter hat mir einen neuen Wecker geschenkt, der wie ein richtiger Wecker klingelt. Aber ich mag meinen alten lieber. Ich warte, bis der Song zu Ende ist und teleportiere mich unter die Dusche. Mein Wecker klingelt. Einmal, zweimal, dreimal. Snooze. Ich dreh mich weg. Deo, rasieren. Auch wenn mein Schnurrbart ein bisschen virtueller ist, als ich gern zugebe. Frühstück. Meine Schwester starrt auf ihr Handy, meine Mutter auf ihren Fernseher, mein Vater auf seine Zeitung, ich auf meinen Computer. 3 Bissen. Toast runtergeschluckt, Schuhe an. Meine Schwester und ich springen in mein Auto. Sie holt ihr Make-up-Täschchen raus, greift sich den Rückspiegel, beginnt ihre Verwandlung. Sie macht das immer heimlich. Abends kommen unsere Eltern nie vor uns nach Hause. Also hat sie genug Zeit, sich wieder in ein braves, kleines Mädchen zu verwandeln. Wie das blaue Mädchen in X-Men. Mein Wecker hat kein zweites Mal geklingelt. Ich komme bestimmt zu spät. Ich stehe auf. Allein. Die letzten Krümel in der Müsli-Schachtel. Bäh, die Milch ist abgelaufen. Ich schaue durchs Fenster auf den See. Nichts rührt sich. Das Wasser ist ruhig. Ich würde viel lieber schwimmen gehen, als mit den Clownfischen von Saint-Antoine rumzuhängen. Collège Saint-Antoine. Zu den Schließfächern. Jacke ausziehen, Rucksack auf. Erste Stunde, Mathe. Natürlich zu spät zur ersten Stunde. Französisch. Ich schleiche mich an meinen Platz. Ich störe keinen. Nicht mal die Lehrerin bekommt was mit. Endlose Stunde. Zahlen. Immer wieder die gleichen Formeln und Kopfschmerzen. Zum Glück sitzen meine Freunde Guillaume und Joni neben mir. So geht die Zeit schneller rum. Seit dem Kindergarten sind wir ein infernalisches Trio, wie die Fantastischen Vier, bloß zu dritt. Guillaume, er lässt sich seit kurzem ein Schnurrbart wachsen, um seinen LOL-Faktor zu steigern. Joni, alle nennen sie Boobs, weil sie dicke Dinger hat und keine Angst, sie zu zeigen. Und dann ich, der Kopf der Bande. Im Laufschritt zu den Schließfächern. Schulranzen rein. Sportsachen raus. 12 Minuten Auszeit. Lange Warteschlange vor dem Klo. Warum sind vor Mädchenklos immer Warteschlangen? In dem See hinter unserem Haus gibt es Fische, die beliebig ihr Geschlecht wechseln können. So einer wäre ich gern. Dann würde ich aufs Jungsklo gehen. Da wartet nie jemand. Scheiße. Keine Zeit zum Pinkeln. Rennen. Zur Turnhalle. 2. Stunde. Sport. Umziehen. Mannschaften bilden. So tun, als hätten wir Spaß. Von einer Linie zur anderen rennen. Komisches Konzept. Kein Tier in freier Wildbahn rennt so. Klingel. Mittagessen mit Bubs und Guillaume. Ich schling mein Sandwich in 5 Minuten runter. $7,50, um mich mit Fischstäbchen und Kartoffelbrei voll zu stopfen. Ich esse allein und zeichne dabei in mein Heft. Ich hetze in den Computerraum. Hier habe ich Aufsicht in den Freistunden. Ich soll den Technik-Spastis helfen, aber alle sind sowieso nur auf Facebook-Chat. Dafür brauchen die mich nicht. Also verbringe ich die ganze Mittagspause allein in meiner Ecke. Ich versuche, mit meinen Gedanken Gegenstände zu bewegen. Der Radiergummi rührt sich keinen Millimeter. Ich habe immer noch keine telekinetischen Kräfte entwickelt. Ich versuch's morgen wieder. Einreihen in die Herde zum traditionellen Marsch. Mensa, Schließfach, Klassenzimmer. 5. Stunde. Bio. Thema der Woche. Die Lunge. Der Lehrer redet so schnell, dass man eine Rakete am Handgelenk bräuchte, um mitzuschreiben. Das Atemsystem kenne ich sowieso in- und auswendig. Trotzdem vielen Dank. Ich kann 1 Minute 38 Sekunden lang unter Wasser die Luft anhalten. Nicht schlecht, oder? Na? Egal. Letzte Stunde für heute. Französisch. Die einzig coole Lehrerin in diesem Schuljahr. Nemea Sauvé. Wahnsinnig hübsche Frau.
Ganz schön jung für eine Lehrerin. Mit ihrem Lächeln und ihren unorthodoxen Unterrichtsmethoden hat sie das Herz aller Schüler im Sturm erobert. Wir korrigieren die ganze Stunde lang schwachsinnige Fehler in Facebook-Statuszeilen. Guy, hör gut zu. Okay, schreib mal nicht mit Ä, du Dummi. Allgemeines Lächeln auf den Kugelfischgesichtern meiner Klassenkameraden. Abschlusssprint zur Bushaltestelle. Ich bin als Erste draußen vor der Schule. Ciao, Guy. Ciao, Bubs. Ciao, Schule. SMS von meiner Schwester Eko. Was geht? Smiley, ich wette mit dir um einen Slush, dass es heute Abend Hähnchen gibt. Zwinker, Smiley. Ich renne und komm endlich an den See. Ich spring rein. Zu einer Kugel zusammengerollt treibe ich im eiskalten Wasser. Ich trainiere Luft anhalten. Schulschwimmbad. Seit 4 Jahren arbeite ich hier. Dieses Jahr bin ich Chefbademeister. Ich ziehe mir meine rote Badehose an, mein ärmelloses T-Shirt, hänge mir die Pfeife um. Hier bin ich sowas wie Batman. Na gut, vielleicht nicht Batman. Kein Held hat als alter Ego einen mickrigen Teenager, der im Schwimmbad als Bademeister arbeitet. Aquaman? Pff, nee, nicht genug Bauchmuskeln. Und außerdem gibt's hier sowieso nie jemand zu retten. Einen Menschen in Not aus dem Wasser zu bergen, das wäre sowas von cool. Stell dir mal vor. Ey, Kleiner! Hier wird nicht gerannt! 1 Minute, 20 Sekunden. Irgendwann wachsen mir noch Kiemen. Und dann komme ich endlich auf den Grund des Sees, zu meiner Mutter. Dort haben sie nach dem Unfall ihren Wagen und ihre Leiche gefunden. Wenn ich lang genug unten bleibe, kommt es mir vor, als könnte ich sie sehen. 1 Minute, 40 Sekunden. Neuer Rekord. Meine Schicht ist zu Ende. Ich schließe das Schwimmbad ab, poste einen neuen Status. Unterwegs zum Abendessen. Guten Appetit. Ich gehe langsam nach Hause. In der Küche pfeift mein Vater vor sich hin und deckt dabei farblich aufeinander abgestimmte Messer und Tischservietten. Meine Mutter kocht. Ich komme nach Hause. Die Spüle quillt von dreckigem Geschirr über. Meine Schwester kommt in die Küche. Spektakuläre Schönheit in unserem ziemlich unspektakulären Alltag. Wohnzimmer. Mein Vater ist auf dem Sofa eingepennt. Seitdem meine Mutter weg ist, rührt er keinen Finger mehr. Ein Zombie, der sich vom Fernsehen das Gehirn wegsaugen lässt. Dabei leide ich doch auch. So wie jeder eigentlich. Mein Vater legt eine Platte auf, die er gekauft hat, als er mit Mama in Italien war. Sie tut uns Pasta auf die Teller. Fettuccine Carbonara. Na super. Erlebnisgastronomie zum Abendessen. Immer entschuldet mir meine Schwester jetzt ein Slush. 4 Pizzataschen in die Mikrowelle. 3 Minuten auf der höchsten Stufe. 2 davon lasse ich neben dem Sofa, damit er was hat, wenn er aufwacht. Ich esse in genau 6 Bissen. Go. Mein Badezimmer. Ich sag meins, weil wir zu Hause 3 Badezimmer haben. Das von meinen Eltern, das von Eko und meins. Kein Streit. Jeder kackt für sich alleine. Mein Badezimmer. Mein Zufluchtsort im Haus meines Vaters. Er kommt niemals runter in den Keller. Er pinkelt bloß oben. Während ich auf dem Klo sitze, daddel ich an meinem Computer rum. Ich schaff's, den Computer von meinem Freund Guy zu hacken. Kinderspiel. Ich ändere seinen Status und sein Profilbild. Heißes Wasser, Seife. Ich übe noch ein bisschen unter Wasser atmen. 1 Minute, 30 Sekunden. Öffne meine Kiemen. Schlafe schließlich in der Badewanne ein. Wie gestern und vorgestern. Also, was geht heute Abend so ab? Keine neuen Nachrichten. Hä? Komisch. Ich habe doch kurz vorm Abendessen ein Update gemacht. Das wird ein langer Abend. Ich like meinen eigenen Status. Scheiß Morgen. Schon wieder verschlafen. Ich hab einen Pickel auf der Stirn. Und außerdem ist heute... Cheese, klick, cheese, klick. 24 kleine Fotos, 12 mittelgroße, 2 große und ein ganz großes. Du kannst es dir sogar auf einen Anstecker drucken lassen, wenn du willst. Oder auf ein Lesezeichen. Na super. Für den Fall, dass du beim Lesen vergisst, wie du aussiehst. Jetzt hängt auch mein Bild am Schuleingang. Neben den Absolventen der letzten Jahre.
Dann soll ich abgelichtet werden. Der Fotograf macht einen Witz, will mich zum Lachen bringen. In dem Augenblick, als es Klick macht, halte ich mir beide Hände vors Gesicht. Der Fotograf wird's unbedingt nochmal versuchen. Nein, das reicht völlig aus. Französischunterricht im Computerraum. Ich bin auch vor der Lehrerin da. Ich hab den Schlüssel, also mache ich für alle die Tür auf. Mein Radiergummi rührt sich immer noch keinen Millimeter. Die schöne Nemea will, dass wir einen Aufsatz über ein Thema schreiben, das uns bewegt. Ihr kurzes, verschwörerisches Lächeln bewegt vor allem die Hormone der Jungs in der Klasse. Nemea sagt, wir sollen unsere Dateien abspeichern. Bubs gibt einen Todesschrei von sich. Sie tickt total aus. Es klappt nicht, sagt sie. Sie hat ihren ganzen letzten Abschnitt verloren. Gleich heult sie los. Nemea wird ungeduldig. Offensichtlich will sie so schnell wie möglich nach Hause. Lassen Sie mich das machen, Madame. Ich bleib hier und helfe ihr. Ich habe den Schlüssel für den Raum und in 2 Minuten habe ich ihr Problem gelöst. Ich speichere mein eigenes Projekt ab, fahre den Computer runter, sammle meinen Kram ein. Kontrollrunde. Alles ist wirklich ausgeschaltet, außer Nemeas Computer. Sie hat vergessen, ihn runterzufahren. Bravo. Ich setze mich hin, um ihren Rechner abzuschalten. Sogar das Intranet ist noch offen. Direkter Zugang zum Privatnetz der Lehrer, über das sie sich gegenseitig Infos schicken, die nur für Lehrer bestimmt sind. Und wo alle Schulakten verwaltet werden. Ein Netzwerk, für das man normalerweise ein Zugangskonto braucht. Wie so eine Art virtuelles Lehrerzimmer. Kein Mensch weit und breit. Irgendwas pocht in mir drin wie verrückt. Ich könnte alles runterfahren. Aber ich kann nicht anders. Nur mal schauen, was drauf ist. Ich klicke. Alle Notenübersichten, Schulpläne, Mitteilungen, Versammlungsprotokolle. Das bringt mich auf größenwahnsinnige Ideen. Auf einmal höre ich die Stimme von Spider-Mans Onkel. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Na klar, na klar. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Mit 3 Klicks bekomme ich Nemeas Passwort und ihren Benutzernamen raus. Sie wird nie erfahren, dass sich jemand anders über ihr Konto einloggt. Ich fahre alles runter, ich schleiche auf 10 Spitzen nach draußen und schließe die Tür ab. Wie ein Ninja. Keiner zu Hause. Der Fernseher läuft immer noch. Nichts mehr im Kühlschrank. Egal, sowieso kein Hunger. Wieder ein Abend, wo ich die Farbe meiner Badezimmerwände anstarre. Ich zeichne noch einen Fisch auf die gekachelte Wand. Zur Erinnerung daran, dass es überall Sauerstoff gibt, sogar im Wasser. Zur Erinnerung daran, dass irgendwo ein Schwarm Barsche mehr von meiner Mutter hat als ich. Langsam gleite ich in das warme Wasser, bis es in meine Ohren dringt. Ich höre ihre sanfte Meerjungfrauenstimme. Sie singt mir das Schlaflied von damals vor, als ich 5 war. Und dann? Ich schwimme in dem See hinter unserem Haus. Ein Wolf steht am Ufer, beobachtet mich, starrt mich mit seinen gelben Augen an. Er hebt sich langsam aus seine Hinterläufe. Er wird zu einem Mann, aber hat immer noch sein Wolfsgesicht. Er schwimmt zu mir, packt mich beim Nacken. Schläft mit mir, im Wasser ganz zärtlich. Also nicht wie in so einem Pornovideo. Klar schaue ich mir sowas nicht an, aber egal. Als es zu Ende ist, verwandelt er sich in ein Tier zurück und flieht in den Wald. Und da wache ich auf. In meinem Badewasser, das inzwischen kalt geworden ist. Blutgeschmack im Mund. Ich habe mich gebissen. Was für ein durchgeknallter Traum. Draußen. Joggen. Ich renne mit Lichtgeschwindigkeit durch die Nacht. Was soll ich mit diesem Zugang anstellen? Ich biege ab Richtung Wald. Sprint. Was soll ich damit machen? Ich komme ans Ufer des Sees, spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Was soll ich damit machen? Es ist, als hätte ich endlich meine Superkräfte gefunden. Ich stehe da. Nur mein Spiegelbild leistet mir Gesellschaft. Ein Schweißtropfen fällt von meiner Stirn und
löst mein Abbild im Wasser in kleine Kreise auf. Eine Sekunde lang sehe ich das Gesicht eines Wolfs. Er starrt mich mit seinen gelben Augen an. Langsam erhebe ich mich auf meine Hinterläufe und verschwinde im Wald. Ich betrete lautlos unser Haus. Ich fotografiere mich selbst. Mit nacktem Oberkörper. Dann kopiere ich mir einen Wolfskopf drauf. Ich sehe aus wie ein 8-jähriger Knirps in seinem Halloween-Kostüm. Ich retuschiere eine Stunde lang an meinem Foto rum. Die Muskeln kräftiger, mehr Haare auf der Brust. Zack, jetzt haut das richtig rein. Mann, ist das öde. Zum 1000. Mal lese ich immer wieder dieselben öden Infos. Ich mache ein neues Forum auf. Ich werde mich Narzissus nennen. Der Wolfsmensch. Am liebsten würde ich jetzt sofort den Mond anheulen. Aber das würde bloß alle aufwecken. Wir sind wie ein Fischschwarm in einem viel zu kleinen Aquarium. Prallen andauernd gegen die Glaswand und haben es 2 Minuten später schon vergessen. Mit Hilfe von Nemeas Kontaktliste schicke ich eine Nachricht an alle Schüler. Ich lade sie ein, sich bei meinem Forum anzumelden. Dem Forum, das zu meiner neuen Superheldenidentität gehört. Offline gehen. Ich sollte endlich offline gehen. Ich sollte... Und da... Eine Nachricht. Mit einem Link zu einem Forum. Folge mir. Narzissus. Sein Foto. Ein perfekter Körper mit einem Wolfskopf. Das ist der Wolf aus meinem Traum. Ich glaube, ich spinne. Ich bin doch nicht wirklich, oder? Bist du dabei? Sonst keine Infos. Nichts. Wer ist es bloß? Ich kenne ihn nicht. Ist das wirklich er auf dem Bild? Sein Körper, meine ich. Bestimmt nicht. Es kann nicht sein. Außer... Verdammt. Mir wird heiß. Wer Kommentare abgeben oder mit ihm chatten will, muss ein Benutzerkonto einrichten. Ich gebe da bestimmt nicht meinen echten Namen an. Ich kenne den ja nicht mal. Vielleicht ist das bloß ein Virus. Ich schreibe. Sedna. S-E-D-N-A. Die Meeresgöttin heißt so. Die Meerjungfrau. Die Königin der Fische. Und dann gehe ich auf die Seite von diesem Narzissus. Wie man auf eine Luxuskreuzfahrt geht. Wer bist du? Wer bin ich? Was bin ich? Gute Frage. Ich bin... Ich bin intelligent, ich bin gut aussehend. Ich bin perfekt. Aber ich bin auch fett, hässlich und bescheuert. Ich bin arm und reich. Ich bin sexy. Ich bin ein Spinner, ein Nerd, ein Geek. Und ein Genie. Kurz gesagt, ich bin alles, was ich will. Und ich... Kann alles sein, was du willst. Ich bin da, um dir zu helfen. Bittet, so wird euch gegeben. Ich bin ein moderner Superheld. Auf einmal verändert sich das Leben. Mir wird heiß. Die Musik meines Weckers klang noch nie so süß in meinen Ohren. Narzissus ist in aller Munde. Einige Neugierige haben sich schon beim Forum angemeldet. Ich bin allmächtig. Ich stehe früh auf, lass mich auf einer Wolke bis zur Schule treiben. Ich sehe weder meinen Vater noch die Unordnung bei uns zu Hause. Bloß ihn, wo ich auch hinschaue, auf meiner Netzhaut eingebrannt. Ich komme sogar zu früh zur Schule, zum allerersten Mal, aufs Mädchenklo. Ich schließe mich in einer Kabine ein und fange an, ein Wolfsgesicht an die Wand zu malen. In meinem Auto. Meine Schwester fragt, ob ich weiß, wer der Freak mit dem Wolfskopf ist. Ich sag, nein. Ankunft in der Schule, zu den Schließfächern. Schönen Tag, Schwesterherz. Eko kommt aufs Klo. Ich sehe sie durch die Ritze in der Tür. Sie schaut in den großen Spiegel und schneidet sich selbst eine Grimasse. Ich hab nicht mal in den Spiegel geschaut, bevor ich aus dem Haus gegangen bin. Wahrscheinlich sehe ich aus wie eine gesprenkelte Forelle. Blitzschnell holt sie ihr Make-up-Täschchen raus. Sie photoshoppt sich live. Ich gehe mir die Hände waschen. Kurzer Seitenblick, um das Ende der Verwandlung zu sehen. Sie mustert mich. Ihr Lächeln ist ein bisschen fake. Sie sagt zu mir, nice, deine Schuhe. Was meint sie damit? Ist das ein Witz? Es riecht gut,
Auf einmal bin ich allein. Allein vor dem Spiegel. Allein mit meinem Spiegelbild. Nicht hübsch. Nicht hässlich. Einfach normal. Eko hat ihren Lippenstift auf den Waschbecken liegen lassen. Meine Mutter war weg, bevor sie mir beibringen konnte, wie man sich schminkt. Ich stecke ihn in die Tasche. Matheunterricht. Scheiß langweilig. Bloß Wiederholung. Ich gehe das Risiko ein und hol mein Telefon raus. Check meine Nachrichten. Meine Schwester ist voll drauf reingefallen und hat dem Wolfsmann sogar geschrieben. Hey du, Wolf, du hältst dich wohl für den heißesten von allen. Aber wenn du echt so eine Art Superheld bist, dann beweis es. Was kannst du denn? Du musst mich beeindrucken, wenn ich dir folgen soll. Sie provoziert mich. Sie will mich enttarnen. Ihr werde ich's zeigen. Narzissus wird mit einer ganz großen Sache anfangen. Ein Angelhaken für die Aufmerksamkeit der ganzen Schule. Im Netz kann ich fliegen, bin ich unsichtbar. Nichts kann mich aufhalten. Ich warte nicht auf Gio oder Boobs, ich renne direkt in den Computerraum. In der Mittagspause renne ich direkt in den Computerraum. Kein Schwein da. Hab meine Ruhe. Ich log mich als Nemea Sauvé ein. Nutze meine Superkräfte aus. Passt keiner da. Nur ein einziger Typ ganz hinten. Ich setz mich so weit weg wie möglich. An dieser Schule kann man nicht lang allein sein. Jetzt aber schnell. Davon werden sie ausflippen. Mein erster großer Coup. Zack. Ich klicke. Schmetterling im Bauch. Das Forum von Narzissus. Da hat sich einiges getan. Ein Haufen Kommentare von Leuten, die mehr über ihn wissen wollen. Alle haben sich einen geheimen Benutzernamen zugelegt. Bloß eine gewisse Eko hat anscheinend das Konzept anonym nicht verstanden. Absenden. Ciao. Bye. Ein rotes Fähnchen leuchtet auf. Eine neue Nachricht von Narzissus. Im Anhang die Lösung für die Französischprüfungen. Euer Erfolg liegt mir am Herzen. Seid diskret. Erzählt den Lehrern nichts. Alles Gute für die Prüfung. Gezeichnet. Euer stets ergebener Narzissus. Von diesem Nachmittag an machte der Name Narzissus von Klassenzimmer zu Klassenzimmer geflüstert die Runde. Manche sagen, er sei ein ehemaliger Schüler, der jetzt an der Uni ist, oder ein asiatischer Cyberterrorist. Am selben Abend 100 neue Dankesnachrichten. Das Forum platzt vor Freude aus den Nähten. Keiner beklagt sich, außer Eko. Nicht schlecht, der Trick mit den Lösungen. Nicht schlecht. Ich habe einen Auftrag für einen echten Superhelden. Kannst du uns die Schule ersparen? Kleiner Sonderwunsch für, sagen wir, morgen. Bist du dabei? Zwinker-Smiley. Ich liebe Herausforderungen. Ich antworte. Kurze Nachricht an alle. Macht morgen früh euer Radio an. Ja, euer Radio. Genau. Auf 92,4 FM. 7 Uhr morgens. Ich verlasse mich auf euch. Soeben erreichte uns eine dringende Mitteilung. Die Sekundarschule Saint-Antoine bleibt heute den ganzen Tag geschlossen, da anscheinend in der Kanalisation des Gebäudes Gas ausgetreten ist. Weitere Einzelheiten in den 12 Uhr Nachrichten. Nein, Papa! Und jetzt weitere Informationen. Heute ist keine Schule! Wenn es keinen Schneesturm gibt, keinen Hurricane, kein Erdbeben oder einen Angriff aus dem Weltall, hört kein Mensch den Lokalsender. Aber heute Morgen haben alle Schüler simultan die gleiche Frequenz eingeschaltet. In der Schule sind nur die aufgetaucht, die kein Radio gehört haben. Die meisten Lehrer, die Sekretärinnen und der Direktor. Sie haben eine leere Schule vorgefunden und nicht die geringste Spur von austretendem Gas. Seid ihr froh über den freien Tag? Ich hab die Schule geschlossen. Für euch. War mir ein Vergnügen. Diesmal braucht ihr euch nicht zu bedanken. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, um eure Kommentare zu lesen. Gibt es sonst noch was, worüber ihr euch freuen würdet? Fragt einfach. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Alle, die ich kenne, tauschen ihr Foto gegen ein Wolfsgesicht aus. Anstatt ein fertiges Bild zu nehmen, verbringe ich eine Stunde damit, eins zu malen. Ich schicke es ihm. Es lohnt sich. Narzissus veröffentlicht meine Zeichnung im Forum. Mir wird heiß. Ich würde gerne "Ich liebe dich" zu ihm sagen. Vielleicht ist das ein bisschen too much. Und er hat gesagt, keine Kommentare. Cheers, Narzissus. Danke für den freien Tag. Auch wenn das meine Idee war. Du hast was gut bei mir.
Zwinker-Smiley. Montag. Endlich passiert was in meinem Leben. 62 Anfragen, Nachrichten und neue Mitglieder im Forum. Narzissus ist überall getaggt. 1+ in Französisch. Anscheinend wundert sich die Lehrerin. In meinem Kopf schreie ich. Danke, mein Wolf. Mittag. Bubs und Guillaume laden mich in den Park ein. Sie halten Händchen. Keine Zeit, Kumpels. Vor allem keine Lust, Anstandswauwau zu spielen. Ich gehe zurück in den Computerraum. Anstatt zuzuhören, schreibe ich im Unterricht 10-seitige Briefe an ihn, die ich nie abschicken werde. Ich würde ihm gern alles sagen, was ich fühle. Aber ich traue mich nicht. Das klingt zu kitschig. Jedes Mal, wenn ich an ihn denke, zeichne ich eine neue Art Seewolf in mein Heft. Ich hatte keine Zeit für die französische Hausaufgaben. Ich schwänze den Unterricht. Ich bleibe im Computerraum und plane meine nächsten Einsätze. Wer ein Held sein will, muss sich das verdienen. Bleib dran, Mann. Bleib dran. Ein Liebesbrief von Eko. Löschen. Ich fühle mich schlecht. Ich weiß nicht mehr, was ich antworten soll, damit sie aufhört. Keiner darf wissen, wer ich bin. Vor allem nicht sie. Abend. Ich zeichne sein Porträt an die Wand. Ich verbringe die ganze Nacht damit. In meinem ganzen Badezimmer gibt's keine freie Kachel mehr. Ich schicke ihm ein Foto von meiner Zeichnung als Geschenk. Guck mal, ich hab dich gezeichnet. Dienstag. 108 Anfragen. 4 Stunden, um alle zu beantworten und außerdem noch meine Abendschicht als Bademeister. Unterricht. Eko gibt immer noch vor allem damit an, dass sie irgendeine geheime Beziehung mit ihm hat. Schönes Gespräch mit dir gestern. Danke für die Französischnote. Hashtag Narzissus. Das stimmt garantiert nicht. Das ist sowas von fake. Das ist mein Traum. Nur meiner. Mittwoch. Noch schläfrig. 190 Nachrichten. Ich zerbreche mir den Kopf bei der Planung. Organisiere Antworten, hol schnell die Hausaufgaben nach, komm zu spät ins Schwimmbad. Um 1 Uhr morgens gehe ich schlafen. Zufrieden. Gute Nacht, Narzissus. Donnerstag. Alles wie gehabt. Unterricht. Eko zeigt ihre neue Halskette rum. Sie hat Narzissus auf ein kleines Silberherz gravieren lassen. Also echt. Ich fische im Intranet rum und ändere noch ein paar Noten. Eko schickt mir ein Gedicht. Ode an die Wölfe. Es wimmelt von Fehlern. Löschen. Ich halt's nicht mehr aus. Ich muss es einfach wissen. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Stimmt das mit Eko? Datest du die im richtigen Leben? Eko? Kenne ich nicht im richtigen Leben, nein. Wer ist das? Niemand. Vergiss es. Danke. Ich wusste es. So eine Lügnerin. Eine Note verbessert, einen Stundenplan verändert. Die Telefonnummer eines Lehrers an einen Schüler weitergegeben. Für den einen bearbeite ich ein Foto, für den anderen suche ich irgendwas im Internet. Ich beantworte Anfragen, bis mir die Augen von allein zufallen. Auf der Kloschüssel sitzend schlafe ich ein. Surft mit mir. Jeder für sich. Aber alle zusammen. Wir sind ein Rudel. Unser Wald ist die ganze Welt. Sprich mit mir. Sag mir alles. Keine Zensur. Komm schon. Wenn du schreien möchtest, stell das richtige Leben auf Stumm und schreib an Narzissus. Mit ein paar Klicks kann er ja alles regeln. Scheiße. Verschlafen. Er hätte mich nicht auf den verdammten Wecker verlassen sollen. Eko klopft an meine Tür. Ich hab's eilig. Nimm den Bus. Mit den unbeantworteten Nachrichten vom Vorabend, den Anfragen, den Danksagungen, dem Spam, den Tags, den Fotos, den Videos, insgesamt 214 neue Sachen, fällt mir das Atmen schwer. Red Bull. Planung. Red Bull. Schule. Unterricht. Ich pack's nicht mehr, wie Eko zwischen den Stuhlreihen rumstolziert. Die Wahrheit muss ans Licht. Ich frage, ob ich kurz aufs Klo darf. Ich gehe zu Ekos Schließfach. Kein Mensch weit und breit. Ich suche in meiner Tasche. Ihr Lippenstift. Ich male die Buchstaben auf ihr Schließfach. Du lügst. Daneben zeichne ich einen total wilden Wolfskopf. Erleichtert gehe ich in den Unterricht zurück. Das wirst du mir nicht wegnehmen.
In der nächsten Stunde kommt Eko zu spät. Ihre Hände sind rot. Sie hat versucht, mein Graffiti abzuwischen. Irgendjemand hat heute ein Wolfsgraffiti auf das Schließfach meiner Schwester gemalt. Alle, die es gesehen haben, glauben, es war Narzissus. Hast du das geschrieben? Die Tussi lügt wirklich. Echt, die hält sich für sowas von hübsch. Das hättest du ihr ins Gesicht schreiben sollen. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast. Guter Wolfskopf. Da kriegt man Angst. Kannst du sowas auch für uns machen? Ich glaube, ich folge dir jetzt doch. Du bist cooler, als ich dachte. Ich auch. Ich sowieso. Da ist ein Typ in meinem Bio-Kurs, der mich echt nervt. Kannst du da nicht was machen? Ich weiß nicht, wer das meiner Schwester angetan hat. Aber wenn ich sage, ich war's nicht, was werden die von Narzissus denken? Ich bestätige nichts. Ich lasse einfach alles in der Schwebe. Meine Schwester hat mir sowieso nichts erzählt. Wahrscheinlich ging ihr das vollkommen am Arsch vorbei. Freitagabend. Endlich Wochenende. Zettel auf dem Kühlschrank. Hallo Kinder. Sind zum Landhaus rausgefahren. Seid brav. Küsse. Nachricht von Boobs. Hi. Alles in Ordnung? Machen wir heute Abend was mit Guy? Ruf mal durch. Es kann sich echt keiner vorstellen, was ich für eine Woche hinter mir habe. Die ganze Arbeit, die ich mache, muss geheim bleiben. Willst du einen Film anschauen, Bruder Herz? Keine Zeit. Guy schreibt. Kommst du mit uns Xbox spielen? Ich antworte nicht. Was geht, Bruder Herz? Alles in Ordnung? Keine Zeit, Schwester Herz. Ich drehe meine Kopfhörer lauter. 10 Minuten später landet wieder eine Nachricht von ihrem Posteingang von Narzissus. Ich weiß, du warst es nicht. Andere sind eifersüchtig auf unsere Liebe. Können wir uns in echt treffen, mein Wolf? In meinen Gedanken verschlinge ich dich. Ich kann dein Rotkäppchen sein, wenn du willst. Du darfst mich beißen. Fuck! Wann und wo du willst. Löschen. Samstagmorgen. Augenringe bis zu den Knien. Schwimmbad. Muss arbeiten. Keine andere Wahl. Muss so weiterleben wie bisher. Die perfekte Illusion aufrechterhalten. Das gleiche Drama wie bei Clark Kent und Bruce Wayne. Aber im richtigen Leben. Ich steige ins Auto. Eko klettert mit rein. Hi, alles in Ordnung? Ich komme heute mit. Ich will meine neuen Bikini ausprobieren. Okay. Sie grüllt ein Lied mit, das im Radio läuft. Alles ist einfach für sie. Sie braucht bloß zu lächeln und ich vergesse, dass ich sie manchmal ein bisschen hasse. Ihre Liebe zu Narzissus hasse. Pass auf! Fuck! Ich steige auf die Bremse. Hey Mann! Beinahe wäre ich frontal in jemanden reingefahren. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Lass mich in Frieden. Langsam wird es kalt, also tausche ich den See gegen das Schulschwimmbad. Noch ein paar Sekunden länger Luft anhalten als beim letzten Mal. Im Schwimmbad angekommen. Ich ziehe meine Bademeisteruniform an. In der Umkleide. Da steht Eko in Unterwäsche. Sie hat so eine gute Figur, das tut mir in den Augen weh. Ihr Klingelton geht mir danach den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Ah, hi. Oh ja, sorry, ich hab dir nicht geantwortet. Sie zieht ihren BH aus und redet dabei weiter. Kleid war so krass. Ich schlüpfe in meinen Badeanzug, in dem ich so unglaublich gewöhnlich aussehe. Setze meine Brille auf und schleiche mich an ihr vorbei. Froschfrau undercover. Ich mach die Tür auf. Der Bademeister sitzt auf seinem Hochstuhl. Ich erkenne ihn wieder. Es ist Ekos Bruder. Er gibt irgendwelchen Jugendlichen Unterricht im was weiß ich. Wie erkennt man, ob jemand gerade ertrinkt? Es gibt 4 Hauptstadien. Erstes Stadium, das Opfer gerät in Panik, macht unkoordinierte Bewegungen, versinkt tiefer im Wasser und schlägt dabei mit Armen und Beinen um sich. Unfähig, um Hilfe zu... Der hält sich für ziemlich schlau mit seiner Pfeife und dem ganzen Kram. Es sieht aus, als würde das Opfer nicht ertrinken, sondern im Wasser spielen. Ich springe rein. Oft ertrinken Leute wenige Meter von anderen Schwimmern entfernt, die davon nichts mitkriegen. Die Bahnbegrenzung ist mir im Weg. Ich mache sie vom Haken ab. Ich schwimme, wie ich Lust habe. Zweites Stadium. Rechtwinklig zum Schwimmbadverkehr. Im Zickzack oder im Kreis. Es hält sich noch an der Oberfläche. Es ist immer noch bei Bewusstsein. Narzissus ist bei mir. Er zieht mich runter auf den Grund. Drittes Stadium. Eine Minute. Das Opfer kann sich nicht mehr an der Oberfläche halten. Der Wasserdruck in meinen Ohren nimmt zu. Es hat bereits viel Wasser geschluckt. Es verliert nach und nach das Bewusstsein. Zu einer Kugel zusammengerollt lege ich mich am Grund hin. Und warte. Mein Herz schlägt schneller. Immer weniger Luftblasen kommen aus meiner Nase. Viertes Stadium. 1:30 Das Opfer ist nicht mehr bei Bewusstsein, atmet nicht mehr. Eine Minute 40 Sekunden.
Meine Lunge gerät langsam in Panik. In mir drin pocht alles, was am Leben bleiben will, wie verrückt. Ich fühle mich, als würde ein Seewolf durch meinen Kopf schwimmen. 1 Minute, 50 Sekunden. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sich Leute auf der tiefen Seite des Beckens sammeln. Irgendjemand schreit, eine Gestalt am Grund des Schwimmbeckens. Ich stoße die Leute weg und springe rein. Durchschneide das Wasser mit meinem Körper. Ich erreiche das Mädchen. Ihre Augen sind zu, ich packe sie. Ihre Augen öffnen sich. Was soll das? Der Bademeister zieht mich hoch. Ich wehre mich. Wer ist diese verrückte Tussi? Will die sich umbringen oder was? Ich pack sie mit beiden Armen. Wir steigen auf. Ich erreiche die Oberfläche. Ich kriege wieder Luft. Was soll denn das? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich habe bloß Luft angehalten. Alle dachten, du wärst am Ertrinken. Warum mischst du dich ein? Beinahe hätte ich meinen neuen Rekord gebrochen. Hast du die Bahnbegrenzung abgemacht? So läuft es hier nicht. Verdammt, eure Bahnen engen alles ein. Genauso wie eure schwachsinnigen Regeln. Okay, das reicht. Raus. Was? Warum? Es gibt hier Regeln, die man einhalten muss. Du störst die anderen. Fuck die anderen. Fuck you. Raus. Raus und zwar sofort. Nein. Langsam schauen uns alle an. Ich sehe total bescheuert aus. Raus, habe ich gesagt. Ich will was entgegnen. Ich will schreien. Ich darf machen, was ich will. Aber Eko kommt aus der Umkleide. Im Bikini. Alle Augen richten sich auf sie. Pack auf. Ich nutze die Gelegenheit und verschwinde. Ich lasse mir doch nicht von so einer hysterischen Schwimmerin sagen, was ich zu tun habe. Es wäre ja noch schöner. Der Unterricht ist vorbei. Ich gehe zurück in die Umkleide. Schmeiß mein Handtuch auf die Bank. Das Schwimmbad gehört allen. Warum sind die Regeln immer gegen mich? Mir dröhnen immer noch die Ohren. Ich bin knallrot. Keiner will gerettet werden. Ich hätte sie ertrinken lassen sollen. Ich erkenne den Klingelton wieder. Er kommt aus einem Schließfach ohne Schloss. Ich mache es auf. Auch das Handy ist nicht gesperrt. Sie ist nicht besonders vorsichtig. Es juckt mich in den Fingern. Ich durchsuche den Ordner gesendete Nachrichten. Schau nach, ob Narzissus mich angelogen hat. Ob es stimmt, dass er sie nicht kennt. Sie schreibt ihn pausenlos. Er antwortet nie. Erst vor 10 Minuten hat sie ihm die letzte Nachricht geschickt. Meine Schwester hat schon wieder eine Nachricht an Narzissus geschickt. Warum antwortest du nicht, trauriger Smiley? Hier, was Kleines, um dir die Wartezeit zu verkürzen. Da hängt ein Foto dran. Auf dem Foto ist sie splitternackt. Löschen. Ich pack meine Sachen ein, schmeiß das Telefon in die Tasche und hau ab. Ich stürze ins Badezimmer, die Haare noch nass. Ich brauche dich. Ich höre dir zu. Wir sind uns ähnlich. Findest du nicht? Keiner ist wie ich. Genau. So wie ich ist auch keiner. Ich will ein Teil von dir sein. Deine rechte Hand. Du bist der Einzige, der mich verstehen kann. Wart nur ab. Ich beweise dir, dass ich auf deiner Seite bin. Wer ist sie bloß? Setna. Ich weiß echt nicht, was sie will. Ich verstehe ihre Anfragen nicht. Ich will keine Partner. Ich bin keine Firma, ich bin ein Held. Ich arbeite alleine. Nächster Tag. Heute zeige ich allen, dass wir in einem Aquarium leben. Dass Begrenzungen völlig nutzlos sind. So wie es Narzissus mir beigebracht hat. Ich schleiche mich ins Schwimmbad. Irgendjemand hatte den super tollen Einfall, statt Chlor Geschirrspülmittel ins Wasser zu kippen. Nach ein paar Minuten läuft es über. Seifenblasen platzen im ganzen Schwimmbad, Quellen nach draußen in den Flur, Schaum am Boden, an den Wänden, Schaum tropft von der Decke. Bald taucht die ganze Schule auf, um das Spektakel zu sehen. Sofort wird eine wilde Party draus. Alle haben wahnsinnig Spaß. Alles ist voller Schaum. Schaumschlacht! Ich sollte jetzt sauer sein. Aber ehrlich gesagt, finde ich es total witzig. Das ist eigentlich ziemlich schön. Wenn Gino hier wäre und Boobs, dann könnten wir zusammen lachen. Ich finde sie in der vollgeschäumten Umkleide. Sie bemerken mich nicht, so sehr damit beschäftigt, rumzuknutschen. Ich spritze Boobs Wasser auf ihr weißes T-Shirt. Sie findet das nicht witzig. Ich verpiss mich in den Computerraum. Es macht total Spaß, bis sich Eko in den Mittelpunkt drängt. Schon wieder.
Sie sagt jedem, der es hören will, dass Narzissus das gemacht hat, damit er durch ihr T-Shirt sehen kann. Am liebsten würde ich ihr das Maul mit Schaum stopfen. Du stehst also gern im Mittelpunkt. Er braucht nicht mehr durch dein T-Shirt zu sehen. Schließlich hast du ihn schon mit deinem versauten Foto belästigt. Ich nehme ihr Handy, log mich in ihr Konto ein und poste das Nacktfoto. Nimm das. Gefällt euch mein neues Top? Meine Schwester hat eine Nachricht im Forum gepostet. Das Foto, das sie mir privat geschickt hatte, die spinnt doch total. Löschen. Aber es ist schon zu spät. Am Ende des Tages hat es irgendjemand fertiggebracht, das Foto in Endlosschleife über die Fernsehschirme in der Eingangshalle laufen zu lassen. Am Ende des Tages hat die ganze Schule meine Schwester nackt gesehen. Fehlte bloß noch ein Anstecker und ein Lesezeichen, oder? Abendessen. Das Telefon klingelt. Die Schule ist dran. Meine Eltern drehen total am Rad. Sie schreien. Ihre Gesichter rot vor Scham. Eko versucht, sich so gut wie möglich zu verteidigen. Sie sagt, jemand hat ihren Account gehackt. Sie schreit durch ihr Schluchzen hindurch, dass sie es nicht war, dass sie nicht schuld ist. Ausgehverbot, Musikverbot, Computerverbot, bis auf Weiteres. Ich will herausfinden, wer es war. Auf gut Glück rufe ich Ekos Handy an. Unbekannte Nummer auf dem Display. Ich weiß nicht, warum. Ich antworte. Jemand nimmt ab. Bloß ein Atemgeräusch am anderen Ende der Leitung. Ich trau mich nicht, irgendwas zu sagen. Ich will nicht, dass sie mich erwischen. Vielleicht wird es abgehört. Wie in so einem Spionagefilm. Und sie werden kommen und mich finden. Vielleicht ist das eine Falle. Wer bist du? Sag, wer bist du? Ich mach das Handy aus. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich darf dieses Telefon nicht mehr benutzen. Freitagabend. Eko hat Hausarrest, meine Eltern eine Elternkrise. Guy schmeißt eine Party in seinem Keller. Ich nutze die Gelegenheit, um abzuhauen, damit das Chaos sich von alleine regelt. Heute Abend ist eine Party. Das hat jemand in Narzissus Forum gepostet. Ich würde wirklich gern hin, aber ich weiß nicht wie. Ich war noch nie auf einer Party. Und außerdem hat mich keiner direkt eingeladen. Da steht bloß... Open House. In Guys Keller. Ein Haufen Plastikmasken mit kleinen Filzohren. Hallo ihr beiden. Ich störe euch doch nicht. Boobs und Guy installieren gerade Webcams, damit jeder die Party live im Forum verfolgen kann. Eine davon geben sie mir. Es sind schon 45 Leute online und warten auf Bilder. Wenigstens kann ich zuschauen. Durch die Webcams erlebe ich die Party live in meinem Badezimmer. Ich habe die komplette Hausbar meines Vaters mit runtergenommen. Ich bin bereit. Er ist schon längst eingepennt. Schon wieder vom Geräusch des Fernsehers in den Schlaf gewiegt. Nicht schlecht, die Party. Die Musik ist gut. Und ich habe beinahe Spaß. Ich klicke mich von einer Kamera zur nächsten. Ich sitze in der ersten Reihe. Ich tanze mit ihnen. Ich trinke mit ihnen. Narzissus und ich schauen den anderen zu. Es kommt mir vor, als wäre ich gar nicht da. Wir schweben über der Menge und analysieren. Leitwölfe undercover. Ich bin so neugierig, dass ich den Bildschirm nicht aus den Augen lasse. Ich will sehen, ob sich der echte Narzissus heute Abend endlich zeigt. Guillaume tut die ganze Zeit so, als wäre er derjenige, der sich hinter dem Wolfskopf verbirgt. Das nervt mich. Er erntet die ganzen Lorbeeren, dabei hat er gar nichts gemacht. Die Leute applaudieren ihm. Wichser. Dabei habe ich mich von Anfang an gezwungen, inkognito zu bleiben. Wie ein echter Held. Im Dunkeln. Boobs gibt ihm einen super feuchten Zungenkuss. Ekelhaft. Er kann's nicht sein. Guillaume, das glaube ich nicht. 11 Uhr. Als die Party auf dem Höhepunkt ist, hat meine Schwester ihren großen Auftritt. Sie lächelt, schnappt sich einen Shot, kippt ihn runter. Keiner rührt sich. Keiner redet. Aber alle sehen sie an. Was macht sie da? Nach der Sache mit dem Foto dachte ich, ich hätte endlich meine Ruhe. Anscheinend war ihr das scheißegal. Sie kommt zu mir, schnappt sich eine der Masken und drückt sie mir aufs Gesicht. Hast du nicht eigentlich Hausarrest? Psst. Halt die Klappe. Geh zur Seite, ich kann nichts mehr sehen. Fuck. Alle hüpfen rum, die Kameras wackeln. Ihr Schwachköpfe,
Denkt auch ein bisschen an das Publikum. Okay, höchste Zeit für mich. Komm, wir gehen nach Hause. Geh ruhig, wenn du willst. Ich gehe, ohne mich von irgendjemand zu verabschieden. Anscheinend bin ich allen scheißegal. Ich feiere weiter. Keine Ahnung, wie viele Stunden lang. Lang genug, um mehrere Flaschen leer zu machen und während der langsamen Lieder einen Haufen Fische zu malen. Schließlich leert sich der Partykeller. Spät. Sehr spät. Die Leute, die noch da bleiben, sind wegen der Masken unmöglich zu erkennen. Ein paar Typen und Eko. Sie tanzen ganz eng um sie rum. Wie Fliegen um eine sehr süße Frucht. Ich verstehe immer weniger, was ich sehe. Die Videobilder sind die meiste Zeit verschwommen und abgehakt. Da braut sich was zusammen. Ich weiß nicht mal, ob sie tanzen oder sich prügeln. Einer der Typen geht auf die Kamera zu und wirft sein T-Shirt drüber. Man sieht überhaupt nichts mehr. Anscheinend ist meine Party zu Ende. Ich schreibe an Narzissus. Warst du das mit der Party? Nein. Hüte dich vor Scharlatan. Warst du das mit dem Charme? Ja, das war schön, oder? Ich habe keine 2 Sekunden lang geglaubt, dass du das warst. Wirst du Guillaume zur Rechenschaft ziehen? Er hat sich verdammt nochmal für dich ausgegeben. Nicht nötig. Früher oder später wird er bezahlen. Nur Geduld. Schwindelig. Zu viel getrunken. Mir ist schlecht. Kannst du mich heilen? Gute Frage. Ja. Ich bin sowas wie deine Panazee. Ich komme mir dumm vor, weil ich dieses Wort nicht kenne. Ich tauche ins Wohnzimmer. Mein Vater schläft, einen Küchenpsychologiewälzer auf dem Schoß. Trauerarbeit bei Jugendlichen. Ich finde den Larousse von 1982. Zum Glück gab es das Wort Panazee auch damals schon. Allheilmittel gegen alle Krankheiten und Übel. Genial. Ich gehe wieder runter und lasse Wasser ein. Ich zeichne einen Fisch mit einem kleinen roten Kreuz drauf. Den Panazee-Fisch. Ich lache vor mich hin und sag mir, dass Narzissus mitlachen würde, wenn er den kleinen Fisch sehen könnte. Er würde lachen. Würde er mich vielleicht küssen? Ich würde ihm mit der Hand durch seine blonden Haare fahren. Oder schwarzen. Oder lockigen. Eko kommt sehr spät von der Party zurück. Sie macht keinen Lärm, um die Eltern nicht zu wecken. Aber ich höre sie. Sie bleibt vor meiner Tür stehen. Kein Bock. Keine Lust, mir ihre neueste Narzissus-Fantasie anzuhören. Ich mach das Licht aus, damit sie glaubt, ich schlafe. Ich will dir was sagen, das ich noch nie jemandem erzählt habe. Einmal, als ich klein war, bin ich stecken geblieben. Ich wollte die Kirschen in Nachbars Garten sehen. Sein riesiges Schwimmbecken. Wir haben keinen Pool. Wir haben nichts. Bloß Schmerz. Um von zu Hause abzuhauen, hatte ich mich zwischen den Gitterstäben im Hinterhof durchgeschlängelt. Ich war klein. Ich dachte, ich würde durchpassen. Doch mein Kopf war zu breit. Und ich kam nicht mehr zurück. Mein Vater hat mich gefunden, total verheult. Die Hälfte des Körpers auf der anderen Seite. Er hat mich angeschaut und ist wie ein Zombie wieder weggegangen. Er hat mich stecken lassen, der Mistkerl. Vielleicht hat er gedacht, er wäre mich endlich los. Er fand schon immer, ich würde meiner Mutter zu ähnlich sehen. Schließlich hat mir ein Nachbar geholfen. Das ist Jahre her. Und ich fühle mich, als würde ich immer noch feststecken. Daran sind die Leute schuld. Ich ersticke. Ich weiß nicht, was ich tun muss, um mich frei zu fühlen. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es. In mir drin wird alles immer enger. Wo ist der Nachbar, der mich jetzt da rausholt? Wo ist der Froschmann, der in mich runtertaucht und der mir sagt, ob unter diesem Chaos Wunder liegen oder bloß Müll? Ich brauche Schwerelosigkeit. Ich brauche jemand, der mich vom Grund raufholt. Du hast das Gitter um mein langweiliges Leben aufgebrochen. Verstehst du?
Du bist meine Panazee. Okay. Ja. Ich will, dass du mich heilst. Dass du mich aus mir selbst herausholst. Und ich will, dass du mir gehörst. Mir ganz allein. Montagmorgen. Hektik. Müde vom Wochenende. Kopfschmerzen. Prüfung. An dieser verdammten Schule haben wir die ganze Zeit Prüfungen. Ich komme ins Klassenzimmer. Unangekündigter Test. Ich will meinen Namen auf die kleine Zeile ganz oben auf dem Blatt schreiben. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Ach komm, normalerweise geht das automatisch. Am liebsten würde ich Narzissus schreiben. Ich schaue auf die langen, seidigen Haare in der Reihe vor mir. Eko kaut an ihren kleinen Nägeln und knabbert am Ende ihres Füllers, der so rot wie ihre Fingernägel ist. Ein paar Typen ganz hinten in der Klasse flüstern und lachen. Sie reden über das Ende der Party. Sie lachen und zwinkern sich gegenseitig zu. Eko beißt so fest auf ihren Füller, dass ihr die Tinte über den Mund rinnt. Sie fragt den Lehrer, ob sie aufs Klo darf. Mit bebender Stimme sagt sie, sie hat Bauchschmerzen. Der Lehrer glaubt ihr nicht, auch wenn ich sagen muss, dass es wirklich gut gefaked. Sie sieht den Lehrer flehend an. Nope. Diesmal wird das nichts. Sie dreht sich um und übergibt sich in den Mülleimer ganz vorne in der Klasse. Rote Tinte. In der Pause renne ich vor Boobs und Guy weg. Keine Lust, mit Lügnern rumzuhängen. Ich laufe meiner Schwester über den Weg, die vom Klo kommt. Ihr Mund ist ganz rot und verschmiert. Auch ihre Augen sind rot. Sie ist so blass, fast durchsichtig. Wir sehen uns an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich möchte ihr so viele Dinge sagen, aber ich weiß nicht wie. Sie senkt den Blick, rennt weg. Schulschluss. Auf dem Parkplatz vor der Schule. Ein Typ und eine Gruppe geraten in Streit. Ich gehe näher ran. Es ist Guillaume, der Typ von der Party. Ich schaue aus dem Autofenster. Sehe zu, wie sie Guillaume rumschubsen. Ich rühre keinen Finger. Er ist selber schuld. Also, bist du Narzissus oder nicht? Wir wollen das wissen. Manche sagen, du willst bloß bewundert werden. Du willst doch bloß mit unseren Freundinnen rumknutschen. Deshalb gibst du dich für ihn aus. Ich schreie. Er ist es nicht. Das hat mir der echte Narzissus erzählt. Köpfe drehen sich zu mir. Ich werde rot. Hütet euch vor Scharlatan. Ich habe noch nie eine echte Prügelei gesehen. Außer im Fernsehen. Es hagelt Schläge. Einige halten ihn von hinten fest, während andere ihn von vorne bearbeiten. Magen, Gesicht, Rücken, Schulter, Fußtritte. Nein, hört auf! Der Direktor kommt raus. Die Halsschlagader, dick wie eine Salami. Er packt Guy, schleppt ihn nach drin. Auf der anderen Seite vom Parkplatz steht Eko. Ich hau ab. Auch sie schaut zu. Ausdruckslos, als würde sie aufs Meer blicken. Es kommt mir vor, als würde sie innen drin lächeln. Sobald alle weg sind, male ich einen Wolfskopf auf den Asphalt. Meine Hand zittert ein bisschen. Die Zeichnung geht daneben. Nächster Morgen. Der Direktor geht durch alle Klassen. Die Jagd auf den Schuldigen ist eröffnet. Er redet von Verantwortung, von Komplizenschaft, von Verbrechen. Will wissen, was los ist. Bedroht uns mit Sanktionen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Unsere Eltern werden über die Situation informiert. Schulbegleitende Aktivitäten werden unterbrochen. Überall Wachleute während der Pausen. Sogar der Computerraum bleibt geschlossen. Die ganze Schule hält den Atem an. Keiner will derjenige sein, der andere verpfeift. Also verkriecht sich jeder in sein Loch und hält die Klappe. Sie haben Angst. Manche fangen sogar an, ihre Spuren im Forum zu löschen. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Narzissus, geh nicht weg. Vollkommenes Schweigen im Forum. Schon seit Tagen. Langsam denke ich, das ist das Ende meiner Superheldenkarriere. Die haben nichts kapiert. Guillaume ist bloß ein Idiot. Sie haben ihn verprügelt, aber keiner wollte das. Das ist einfach so passiert. Dumm gelaufen, das ist alles. Narzissus ist größer als das. Wir müssen zusammenhalten, ihn verteidigen. Ihm zeigen, dass wir jetzt ein Rudel sind. Dass wir für ihn da sind, so wie er für uns da gewesen ist. Wenn wir online sind, alle zusammen. Das ist groß. Das ist schön.
Auf jeden Fall viel schöner als das, was die Schule denkt. Oder unsere Eltern. Geh nicht weg. Keiner verpfeift Narzissus. Alle bewahren das Geheimnis. Sogar Guy und Bubs. Und dann bricht jemand das Schweigen. Setna, der kleine Fisch, postet eine Einladung im Forum. Heute Abend, um Mitternacht. Treffpunkt Schule, Eingang B. Schluss mit der Angst. Das Forum wird Wirklichkeit. Wir machen ein Fresko, ein Wandbild, irgendwas irrsinnig Tolles. Markieren unser Revier mit Wolfszeichnungen. Zeigen, dass es das Rudel noch gibt. Dass wir stärker sind als die lächerlichen Strafen des Direktors. Kommt, wenn ihr noch zum Rudel gehört. Zieht euch schwarz an. Vermummt eure Gesichter. Für dich, Narzissus. Damit du wiederkommst. Was soll ich tun? Soll ich hingehen? Ein Haufen Leute schreiben schon, sie gehen hin. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich zieh mich an. Das schwarze, langärmelige Kleid meiner Mutter. Weiß Narzissus, dass ich das alles für ihn tue? Ein Nylonstrumpf in meiner Tasche, der später eine Maske werden soll. Warum meldet er sich nicht? Wird er heute Abend da sein? War das eine gute Idee? Was wird geschehen? Ich schlüpfe durch das Badezimmerfenster, damit ich nicht durchs Wohnzimmer muss. Ich bekomme beinahe einen Herzinfarkt. Mein Vater sitzt draußen. Ich warte drauf, dass er mit mir schimpft. Ich gehe auf das Gitter zu und er sagt zu mir, »Du bist schön. Du siehst deiner Mutter so ähnlich. Dieses Kleid war ein Geschenk von mir. Es steht dir gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gehe einen Freund besuchen. Eilig macht er das Gitter für mich auf. Komm nicht zu spät nach Hause.« Ich bin früher in der Schule als alle anderen. Weit und breit kein Mensch. Kein Laut. Ich gehe durch das Schwimmbad rein, damit ich da bin, wenn das Rudel kommt. Ich sehe nur unscharf. Weder ganz weiß noch ganz schwarz. Überall grau. Am liebsten würde ich meinen Körper verlassen. Ich fühle mich, als würde ein Wolf meine Eingeweide fressen. Ich hasse grau. Das ist sowas von langweilig, oder? Was soll ich tun? Läuft nicht, wie du willst, armer Kleiner. Das ist nicht meine Schuld. Sag das den anderen. Mal sehen, was dann passiert. Ich hab nichts getan. Sag das dem Direktor. Guy, deiner Schwester. Fick dich. Höflich bleiben. Wie soll ich das wieder in Ordnung bringen? Hört das auf, wenn ich sage, wer ich bin? Schau mich nicht so an. Ich bin bloß in deinem Kopf. 23.45 Uhr. Ich warte. Der Schlüssel des Wachmanns brennt in meiner Hand. Ich warte. Werden sie wirklich kommen? 23.58 Uhr. Endlich kommen sie. Einer nach dem anderen. Alle schwarz angezogen. Ein Rudel. Eine schwarze Flut. Mindestens 200 Leute. Selbstbewusst gehe ich nach vorn. Keiner kann mich erkennen. Ich möchte etwas sagen, aber sobald ich die Tür aufmache, stürzen sich alle hinein. Die Schritte hallen in den Fluren. Überall Leute. Ein Typ hat ein buntes Stroboskop mitgebracht. Ein anderer einen fetten Ghetto-Blaster, bis zum Anschlag aufgedreht. Wow! Geheul. Zuerst einer, dann zwei, dann zehn. Alle heulen durch die Musik hindurch den Mond an. Einige holen Flaschen raus. Ich tanze. Ich heule auch. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Narzissus, kannst du mich sehen? Und da? Eine Flasche zerbürst an der Wand. Glassplitter überall. Ein Getränkeautomat wird umgekippt. Anscheinend sind alle sich einig. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Immer mehr Geheul. Von einer Minute auf die andere haben wir auf Zerstörung geschaltet. Jeder attackiert alles, was ihm in den Weg kommt. Die Türen, die Wände, die Decke. Ich weiß nicht, wie ich sie aufhalten soll. Ich bin machtlos. Ich bin kein richtiger Held. Auf einmal stehe ich vor der Wand mit den Absolventenfotos. Ich habe diese Wand immer gehasst. Irgendein Mädchen gibt mir eine Dose mit roter Farbe. Sie schreibt mir zu. Mach schon! Mit der roten Farbe male ich ein riesengroßes Wolfsgesicht über das gefakte Lächeln der Absolventen dieses Jahres. Ein Wandbild für dich. Soll ich sagen, dass ich Narzissus bin? Danach gehe ich zurück in die Vergangenheit. Riesengroße Wolfsgesichter. 2012, 2005, 2000. Bis zu dem Jahr, in dem mein Vater seinen Abschluss gemacht hat. Als ich sie sehe, ist es schon zu spät. Sie, das Foto meiner Mutter verschwindet unter meinem roten Farbstrich,
Mein Herz bleibt stehen. Ich versuche, die Farbe wegzuwischen, aber es wird nur schlimmer. Ich verschmiere sie überall. Plötzlich fühle ich mich klein und dumm. Was würde sie sagen, wenn sie mich jetzt sehen könnte? Ich schmeiße meine Dose in die Ecke und renn weg. Einfach drauf los. Einfach raus. Meine Füße entscheiden, wohin. Sag ihnen, es ist deine Schuld. Die Absolventenwand. Sie trieft vor Farbe. Mein halbes Gesicht ist hinter einem dicken roten Strich verschwunden. Ich weiß nicht mehr, wann wir die Bilder aufgenommen haben. Kommt mir vor, als wäre das 10 Jahre her. Los, mach schon. Ich muss dafür sorgen, dass das aufhört. Wenn ich sage, ich bin es, ich kann es beweisen, vielleicht hören sie dann auf. Oder? Sag es. Ich habe Angst. Du traust dich nicht? Ich komme an den See. Meine Hände sind ganz rot. Das geht einfach nicht ab. Wo bist du? Warum meldest du dich nicht? Warum bist du nicht da? Warum schreibst du mir nicht? Komm und hol mich. Die Schule wird platt gemacht. Schließfächer kippen um, Flaschen fliegen. Ich schreie, sie sollen aufhören. Aber die Musik ist zu laut. Meine Zunge brennt. Nein, ich kann es nicht sagen. Sag es. Unter Wasser ist es noch dunkler. Ich tauche tief runter, halte die Luft an. 1 Minute. Ein Typ zündet einen Mülleimer an. Das raucht wie die Hölle. So ein Penner. Alle geraten in Panik und rennen kopflos durcheinander. Die Musik ist zu laut. Die geht mir durch Mark und Bein. Mein Herz klopft hektisch wie der Beat. Ich bin's. Lauter. 1 Minute, 20 Sekunden. Das Wasser ist zäh wie Teer. Ich tauche tiefer runter. In der Finsternis des Sees glitzert etwas. Eine kleine silberne Halskette wie ein Angelhaken. 1 Minute, 30 Sekunden. Ich bin's. Ich bin Narzissus. Direkt vor mir ein leichenblasses Gesicht, das in Zeitlupe untergeht. 1 Minute, 40 Sekunden. Lauter. Ich packe ihre Hand, ich zerre sie hoch. 1 Minute, 50 Sekunden. Lauter. Ich zerre sie durch den Schlamm, raus aus dem Wasser. Die Alarmanlage heult auf. Die Sprinkler spritzen Wasser. Ich bin Narzissus. Ich lege Eko auf die kalten Kiesel. Ich hole ihr Handy aus meiner Tasche. Ich wähle die Notrufnummer. 2 Minuten. Ein Gewitter bricht los. Ich lasse das Telefon neben ihrer Hand liegen. Ich hämmere mit meinen Fäusten auf ihre Brust, bis ich meine Handgelenke nicht mehr spüre. Ich drücke meine roten Lippen auf ihre blauen. Wach auf! Ich bin nicht der Typ, der andere rettet. Du bist die Starke. Du bist der Star. Ich puste meine ganze Luft in sie hinein. Ich schenke ihr meine Kiemen. Sie braucht sie dringender als ich. Draußen. Polizeisirenen, Feuerwehrleute. Alle geraten in Panik und hauen in alle Richtungen ab. Die Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter rasen mit Höchstgeschwindigkeit an der Schule vorbei. Halten nicht an. Ich verstehe gar nichts mehr. Auch ich hau ab. Sobald ich die Krankenwagen-Sirene näher kommen höre, renne ich weg. Ich lasse mich treiben an den einzigen Ort, den ich wirklich kenne. Der Asphalt kratzt unter meinen Füßen. Meine Schuhe habe ich im See verloren. Ob sie noch atmet? Mein Vater macht die Tür auf, nimmt mich in seine Arme. Die Worte, die aus seinem bebenden Mund kommen, treffen mich wie eine kalte Dusche. Ich hatte solche Angst. Wo warst du? Das ganze Viertel ist voller Polizei. Ich hoffe so sehr, dass sie noch atmet. Im Eingang unseres Hauses. Mein Gesicht wird von allen Spiegeln zurückgeworfen. Mein Spiegelbild in der Eingangstür. Meine Haut ist blau und mein Mund ist immer noch rot. Heute Abend bin ich der Zombie. Ich ziehe meine Verkleidung aus. Ich lasse mich bis ins Badezimmer treiben. Mein Vater steht im Türrahmen. Ich liebe dich. Und ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Er oder ich. Sie muss einfach noch atmen. In meinem Zimmer. Mein Computer ist an. Eingeloggt im Forum von Narzissus. Daneben ein Zettel von meiner Schwester. Tut mir leid. Ich liebe dich. Es klingelt unten an der Tür. Meine Mutter, mein Vater, die Polizisten. Es ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Sonnenaufgang. Ich schleppe mich zum Ufer des Sees.
dort, wo sie gefunden wurde. Ich stehe aufrecht wie ein Fels. Mein Computer in der Hand und alles, was mich noch mit Narzissus verbindet. Sobald ich aufwache, gehe ich zurück ans Ufer des Sees. Ich will sehen, ob sie gefunden wurde. Ob ich dort Spuren hinterlassen habe. Ich frage mich, ob meine Mutter alles von unten gesehen hat. Ob sie weiß, dass es nicht meine Schuld ist. Da ist bloß gelbes Absperrband. Vorsicht, Gefahr. Und Ekos Bruder, der auf der anderen Seite steht, einen Computer in der Hand. Ich gehe auf ihn zu. Ich werfe alles in den See. Ich sehe zu, wie mein Computer untergeht. Ich sehe zu, wie Narzissus ertrinkt. Ich sehe ihn an. Er sieht mich an. Wir sehen einander an. Wir lächeln. Gleichzeitig sind wir abgrundtief traurig. Meine Augen tauchen in seine und ich verstehe. Ich nehme seine Hand und zeichne mit seinem Finger einen Fisch in den Sand. Sie ist es. Sedna. Ganz sicher. Geh zu ihr. Sorg dafür, dass sie atmet. Sie wartet nur auf dich. Ich renne zum Krankenhaus, voller Hoffnung. Auf dem Gang reden meine Eltern mit dem Arzt. Überlebenschancen. Sie wurde rechtzeitig gefunden. Ich gehe in ihr Zimmer, Blumen über Blumen. Und ausgedruckte und sogar handgeschriebene Gedichte. Keine Drohungen, keine Gewalt. Liebesbriefe an Eko und mich. Danke für die Mund-zu-Mund-Beatmung. Unterschrieben mit einem ganz einfachen kleinen Fisch mit rotem Kreuz. In rosa gezeichnet. Ich öffne den Mund. Ich halte nicht mehr die Luft an. Heute beginnt das Leben. Unter Wasser. Von Jean-François Guilbeault und Andréane Joubert. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Die Rollen und ihre Darsteller: Louis und sein alter Ego Narzissus, Max Mauf. Sedna, Maria Mauer. Und Elena Berthold als Eko. Komposition und musikalische Ausführung: Margaret Kammerer und Bernd Jestran. Technische Realisation: Burkhard Pizzalandek und Claudia Peike. Regieassistenz: Pia Frede. Regie: Anushka Trocker. Produktion: Saarländischer Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2015. Dramaturgie und Redaktion: Annette Kürmeier.